Hallo, willkommen zu mkurz hier bei 3x M. Ja, es ist das eingetreten, was zu erwarten war. Die Grünen haben sich durchgesetzt. Das Klimapaket, der CO2-Preis wird deutlich verschärft. Es wird deutlich teurer für den Autofahrer. Ich hatte damals in dem Klimapaket, in dem Video zum Klimapaket, hatte ich schon erwähnt am Ende, dass das alles jetzt erst einmal geplant ist. Ob es so kommt, steht noch in den Sternen, weil die Grünen im Bundesrat eben doch ziemlich was zu sagen haben, weil sie in vielen Bundesländern mitregieren. Also die Grünen werden sich da durchaus querstellen. Und so ist es gekommen. Und die Grünen haben sich durchgesetzt. Es wird teurer für die Autofahrer. Ich habe mir hier mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, um euch mal kurz so einen kleinen Überblick zu geben. Also es war geplant, ja ursprünglich ab 2021 CO2-Preis, die Tonne CO2 soll zum Start 10 Euro kosten. Das Ganze sollte steigen bis 2025 auf 35 Euro. Das hätte entsprochen, zum Start 2021 wäre Benzin, Diesel um ca. 3 Cent teurer geworden und bis 2025 dann der Kraftstoff ca. 11 Cent insgesamt teurer. Das ist hinfällig, denn die Grünen haben sich durchgesetzt. Es startet 2021 nicht mit 10 Euro pro Tonne CO2, nein, auch nicht mit 15 Euro, auch nicht mit 20 Euro, nein, 25 Euro gleich zu Beginn kostet die Tonne CO2. Heißt auf Deutsch, Benzin und Diesel wird 2021 nicht um 3 Cent teurer, sondern mal eben um 8 Cent. Und das Ganze steigt dann bis 2025 nicht auf 35 Euro. Nein, doch nicht, wenn die Grünen da mitmischen. Auf 55 Euro bis 2025. Das heißt, Benzin und Diesel wird bis 2025 ca. 17 Cent teurer. Allein durch diesen CO2-Preis, durch diese CO2-Steuer. Da ist alles andere nicht berücksichtigt. Andere Steuern, die in diesen Kraftstoffpreisen mit drin sind, andere Gebühren, die teurer werden können, oder die normale Marktentwicklung am Rohölmarkt, oder wenn die Mineralölfirmen ihre, sag ich mal, andere erhöhte Kosten weitergeben, da ist ja sonst nichts berücksichtigt. Nur durch diesen CO2-Preis steigt eben Benzin und Diesel ab 2021 um 8 Cent und dann bis 2025 auf insgesamt 17 Cent. Und wenn man jetzt nochmal andere Kosten mit einberechnet, die normal, sage ich mal, in dem Kraftstoffpreis auch mit drin sind, die auch teurer werden können. Also da könnt ihr davon ausgehen, dass wahrscheinlich 2021, da ist ja noch ein bisschen hin bis dahin, wahrscheinlich der Kraftstoffpreis um 10 Cent steigt und dann bis 2025 sind es insgesamt, was weiß ich, 18 oder 20 Cent. Ne? Wenn da andere Kosten, Mehrwertsteuererhöhung, vielleicht kommt die ja auch noch, wer weiß es. Oder allgemein eine höhere Mehrwertsteuereinnahme, dadurch, da ja der Kraftstoff teurer ist, steigt ja auch der Anteil der Mehrwertsteuer in dem Preis. Und all diese Dinge sind nicht berücksichtigt. Es geht ja nur um den CO2-Preis. Und der ist schon heftig. Der steigt ja schon ziemlich stark an. Und man muss auch bedenken, die Einnahmen, man muss ja neutral sehen. Das will ich ja auch sagen. Das steht ja auch in dem Artikel, den ich hier gelesen habe. Steht das ja auch mit drin. Ein Großteil dieser zusätzlichen Einnahmen des CO2-Preises sollen zur Pendlerpauschale fließen. Das heißt, die Pendlerpauschale soll etwas mehr erhöht werden. Und diese Einnahmen dienen zur Finanzierung der Senkung der EEG-Umlage. Ich habe Ihnen schon mal ein Video gemacht, wo ich da über den Strompreis mich geäußert habe. Und dass wir hier in Deutschland schon mit den teuersten Strom in Europa haben und dass es noch teurer wird. Und ich versuche das Video mal zu verlinken, hier unten oder hier oben, ich muss mal gucken. Und da habe ich ja schon gesagt, dass diese geplante Senkung der EEG-Umlage ja so minimal ist, die spürt ihr im Alltag fast nicht. Das ist 0,0 noch was gewesen oder was weiß ich. Was ich damals danach gelesen habe. Also das Video, wie gesagt, verlinke ich hier, da könnt ihr mal schauen. Und damit soll das finanziert werden. Das heißt, wir haben hier deutliche Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt.
Und wenn dann nur ein Teil davon eben in die Pendlerpauschale fließt und in die Senkung der EEG-Umlage, da bleibt auch gehörig was übrig. Denn ursprünglich das Klimapaket hatte Einnahmen vorgesehen bis 2023. Also nicht bis 25 gerechnet, schon erst mal bis 23. Bis 25 ist es noch mehr. Bis 2023 von 19 Milliarden waren da Einnahmen vorgesehen durch diesen CO2-Steuer, CO2-Preis. Das war aber damals geplant eben mit diesem 10 Euro Startpreis. Jetzt haben wir 25 Euro Startpreis, der dann die nächsten Jahre auch deutlich dann steigt. So könnt ihr euch das ja selbst ausrechnen. Also 30 Milliarden und mehr locker Einnahmen für den Staat durch diesen CO2-Preis bis 2023. Und da fließt vielleicht ein kleiner Teil, was weiß ich, 2, 3, 4 Milliarden zur Senkung der EEG-Umlage und dann auch hier zur Erhöhung der Pendlerpauschale. Aber da bleibt was übrig. Und damit sind wir beim anderen Thema nochmal, was ich kurz ansprechen möchte und was ich so mal als Prognose für die nächsten Jahre sage. Das war noch nicht alles, ist meine Prognose. Diese Verschärfung des Klimapaketes, des CO2-Preises, das war der Anfang. Denn was hier für die Parteien, für den Staat, für die Regierungen vom Himmel gefallen ist, in Form des Klimawahnsinns, der Klimahysterie, Freunde, das ist für den Staat, für die Regierung die Lizenz zum Gelddrucken. Aus dem ganz einfachen Grund. Mit dem Wort Klima kann alles begründet werden, kann alles gerechtfertigt werden. Jede Erhöhung, die noch kommt, jede Gebühr, die neu entsteht, alles wird mit Klima begründet. Es ist die Lizenz zum Gelddrucken, meiner Meinung nach, für Staat, für die Regierung, für die Parteien. Und der Bürger lässt es mit sich machen, so muss man das sagen. Der Bürger schluckt es eben, weil es so schön verpackt wird, sage ich mal, in den Klimawandel. Wir müssen was für den Klima, gegen den Klimawandel tun. Und ja, mit Steuererhöhungen und mit hohen Kosten tut man ja auch was gegen den Klimawandel. Denn es ist ja so, steigen die Steuern, dann sinken die Temperaturen. Ja. Also Freunde, ich sag mal, man wird so veräppelt und so verarscht im Land. Und es lassen so viele Bürger es sich machen. Es ist traurig. Es ist fast noch trauriger wie die Steuererhöhungen, dass so viele Menschen hier im Land herumlaufen und alles hinnehmen. Sie werden ausgezogen, das Portemonnaie wird denen praktisch aus der Hand genommen und der Staat greift hinein. Der Deutsche ist einfach naiv, ich weiß es nicht, was ich sagen soll, leichtgläubig, obrigkeitshörig, sucht es euch aus. Es ist traurig. Es ist traurig, aber ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen, was jetzt zu erwarten ist. Also, die Grünen haben sich durchgesetzt. Die Grünen sind verantwortlich dafür, dass der Autofahrer richtig zur Kasse gebeten wird. Es steigt zwar die Pendlerpauschale etwas an, aber viele nutzen die Pendlerpauschale gar nicht. Rentner zum Beispiel nutzen sie nicht mehr. Auch andere Menschen, nicht jeder nutzt die Pendlerpauschale. Und für die ist die normale Verteuerung direkt spürbar. Sie haben keine Entlastung, die dagegen steht. Sie können sich nicht mal eben ein anderes Auto kaufen, was vielleicht weniger verbraucht, was vielleicht Elektro ist oder wie auch immer. Sie sind diese Erhöhung einfach ausgeliefert und müssen sie zahlen. Und das sind viele, viele Autofahrer, die das eben so betrifft. Statt 13 starten wir 8 Cent 2021 und wir gehen nicht bis auf 11 Cent, sondern bis auf 17 Cent. Und das ist, wie gesagt, nur der CO2-Preis. Alle anderen Kosten, die im Kraftstoffpreis mit drinstecken, Gebühren, Steuern, Gewinnmargen der Rohölkonzerne, wenn da Veränderungen, Erhöhungen kommen, die kommen noch dazu. Ich gehe davon aus, wir starten vielleicht mit 10 Cent bis dann auf 20 Cent 2025. Und das ist alles, wie gesagt, meiner Meinung nach nur der Anfang. Mit dem Wort Klima, Klimawandel, hat der Staat die Lizenz zum Gelddrucken gefunden und er wird es immer wieder ausnutzen. Es wird noch mehr kommen. Wie ist eure Meinung? Seht ihr das ähnlich wie ich? Habt ihr eine andere Meinung? Ist es für euch nicht so schlimm?
Wie ist eure Meinung? Schreibt es bitte in den Kommentarbereich. Ich finde es einfach, es war zwar zu erwarten, aber dass die Grünen hier in diesem Land, obwohl sie nicht in der Regierung sind, so viel zu sagen haben, so viel mitzuregieren, so viel Einfluss haben, das gibt es in keinem anderen Land. Also in anderen Ländern sind die Grünen marginal. Da sind es, Parteien im einstelligen Prozentbereich. Aber hier in Deutschland 20-22% in Umfragen. Ich verstehe meine Mitbürger nicht. Sind die wirklich so leichtgläubig, dass man einfach Klima sagt und der Bürger sagt, jawohl, oh, Klima, da muss ich zahlen, da muss ich zahlen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will Schluss machen, sonst verplappere ich mich noch. Ich wollte euch nur mal die aktuellen Zahlen geben, die aktuelle Entwicklung geben, dass es eben für den Autofahrer ab 2021 deutlich teurer wird. Schuld sind die Grünen. Und schauen wir, was die nächsten Jahre noch kommt. Die Lizenz zum Gelddrucken, sie ist freigegeben. Mit Klima kann der Staat vom Bürger alles holen, was er will, ist meine persönliche Meinung. Es wird noch bitter werden. In diesem Sinne, ja, bis dann, macht's gut, Freunde, und tschüss.